Ja, ich denke mal, alle, die dabei sein wollen, sind an Bord. Und dann begrüße ich mal alle ganz herzlich hier zu unserem heutigen Webinar Kreislaufwirtschaft in der Lebensmittelindustrie. Wo war das? Mein Name ist Markus Hölzel. Ich bin Vorstand in der Gemeinwohlökonomie Bayern und gemeinsam mit B-Corp haben wir jetzt schon seit über 2 Jahren hier diese Webinarreihe initiiert, hatten uns erst mit den SDGs beschäftigt und jetzt ist es hier die zweite Veranstaltung, die sich mit dem Thema Kreislaufwirtschaft beschäftigt. Wir sind natürlich sehr gespannt, heute dieses Thema gemeinsam von 3 tollen Referentinnen näher gebracht zu bekommen. Wie gesagt, die Gemeinwohlökonomie, weil wir hier eine öffentliche Veranstaltung haben, ist eine Bewegung, die sich seit fast 13 Jahren mit dem Thema der sozial-ökologischen Transformation in der Wirtschaft beschäftigt, sowohl mit gesellschaftlichen Aktivitäten, aber vor allem eben auch mit Unternehmen, die mit der Gemeinwohlökonomie die Möglichkeit haben, eine Gemeinwohlbilanz aufzustellen und diese auch zu auditieren und zu zertifizieren. Und als solches versuchen wir eben werteorientiert den marktwirtschaftlichen Gegebenheiten ein alternatives Wirtschaften und ein alternatives Verständnis von unternehmerischem Handeln entgegenzusetzen. Ich freue mich, dass wir hier das gemeinsam tun mit B-Corp, die im Prinzip ähnliches Anliegen haben, aber eben, sagen wir, ihren eigenen Ansatz. Und deshalb freue ich mich, dass die Annika Bullert auch mit dabei ist und übergebe mal an dich, auch dich kurz vorzustellen, weil wir beide eben, glaube ich, gemeinsam hier auch die Gastgeberrolle übernehmen. Ja, vielen Dank und hallo auch von mir an alle, die heute dabei sind. Genau, mein Name ist Annika Wohlert. Ich bin bei B-Lab Deutschland für das Community Building zuständig. Und was ist B-Lab Deutschland? B-Lab Deutschland, wurde gerade schon gesagt, wir sind eine gemeinnützige Organisation mit der Vision, eine gerechtere und nachhaltigere Wirtschaft aufzubauen und zu unterstützen. Wir machen das, indem wir Unternehmen dazu, ja, oder dabei unterstützen und befugen, soziale und ökologische Verantwortung zu übernehmen und eben nicht nur Profit zu machen. Wir sind eine weltweite Bewegung. B Corp oder B Lab gibt es nicht nur in Deutschland, sondern weltweit mit mittlerweile über 6.500 Unternehmen, den sogenannten B Corporations. Das sind die Unternehmen, die bei uns das Open Source Tool Business Impact Assessment durchlaufen haben, eine gewisse Punktzahl erreicht haben und somit ihren positiven Impact auf 5 Wirkungsbereiche ja, demonstriert haben, haben transparent offengelegt, wie sie agieren und haben auch ihre Satzung umgeändert, um eben den Stakeholder-Ansatz ja, zu festigen und auch die Interessenverfügung aller Beteiligten, also auch der Menschen und des Planeten in der Zukunft mit zu berücksichtigen und nicht nur alleinig Profit zu machen. Genau, und ich in meiner Rolle, wir sind nicht nur eine Zertifizierung, sondern wir sind eben auch eine Bewegung und versuchen, andere Unternehmen und andere Mitmenschen davon zu überzeugen und mit gutem Beispiel voranzugehen. Und dementsprechend freue ich mich auch ganz doll, dass wir heute hier in dieser Kooperation dieses Webinar aufgesetzt haben und so auch Inspiration geben können, wie man anders wirtschaften kann und hin zu einer Kreislaufwirtschaft in der Lebensmittelbranche. Genau, wenn es von irgendwem Fragen gibt, auch zu der GWÖ Bayern oder auch zu B Corp. Wir sind da ja sehr ähnlich im Ansatz. Können wir auch noch mal die Links teilen? Ich denke, einige von Ihnen haben schon gehört von uns, aber wir können das gerne noch mal in den Chat schreiben. Genau.
So viel erstmal von mir. Sehr gut, vielen Dank, Annika. Ja, wir haben, wie gesagt, das Thema Kreislaufwirtschaft. Ich denke, Kreislaufwirtschaft ist in unseren Ansätzen natürlich ein elementarer Aspekt, sagen wir, weg von der linearen Wirtschaft hin zu eher zirkulären Geschäftsmodellen und Wirtschaftsweisen zu kommen. Spiegelt sich natürlich auch darin wider, dass Kreislaufwirtschaft inzwischen natürlich auch eine sehr große Rolle spielt und wichtigen Anteil hat an regulatorischen Entwicklungen, die wir alle sehen. Ich denke, da werden wir auch noch mehr dazu hören, gerade auf europäischer Ebene, aber auch auf internationaler Ebene. Und für uns ist wichtig in dieser Webinarreihe, dass wir immer einen guten Kontext geben, glaube ich, einen guten Einblick gewinnen, was unter den jeweiligen Themen zu verstehen ist und wie vielleicht auch da, glaube ich, ein guter Hintergrund geschaffen wird. Gleichwohl ist für uns sowohl in der Gemeinwohlökonomie Bayern, aber oder auch international, aber auch in der B-Corp-Bewegung, ist immer wichtig, mit guten Beispielen, glaube ich, zu zeigen, was Unternehmen heute schon tun und damit eben auch irgendwo ein Leuchtturm und ein Vorbild und ein Beispiel zu sein, wie Wirtschaft anders funktionieren kann. Und das wollen wir eben auch heute genau in dieser Zusammenstellung tun. Ich freue mich, dass wir tolle Referentinnen heute haben. Einmal Brunhard Kehl von der Assoziation Ökologischer Lebensmittel, der uns eben eine Einführung geben wird in das Thema Kreisläufe in der Lebensmittelindustrie. Er ist Leiter des Bereichs Lebensmittelqualität und Verpackung in der Assoziation Ökologischer Lebensmittelhersteller und wird sicherlich auch noch sonst ein paar Worte zu sich selbst gleich sagen. Wir haben weiterhin Simone Spangler, die im Nachhaltigkeitsmanagement der Neumarkter Lamsbräu tätig ist. Ein Unternehmen, das seit annähernd 400 Jahren als Familienunternehmen existiert und man kann mit Fug und Recht sagen, einer der wirklichen Pioniere ist im Bereich ökologischer, nachhaltiger Unternehmensführung und das schon seit über 40 Jahren, aber eben auch inzwischen mit einer Gemeinwohlbilanz, glaube ich, das Ganze in dem Rahmenwerk der Gemeinwohlökonomie niedergelegt hat. Und wir haben dann weiterhin Kim Führer-Paulsen von der Erdbeer GmbH oder wahrscheinlich von den Produkten eher bekannt als Freche Freunde, die sich mit ihrem Unternehmen nun auch schon seit längerem mit Kinderlebensmitteln, die ökologisch, gesund und vor allem auch Spaß machen, beschäftigen. Und insofern, glaube ich, haben wir hier eine wunderbare Mischung aus, glaube ich, guten inhaltlichen Kontext, aber dann eben auch sehr lebendigen Beispielen. Ich will noch ganz kurz zu ein paar organisatorischen Punkten etwas sagen. Wir haben es angekündigt, dieses Webinar wird aufgezeichnet und ist insofern auch nachträglich auch noch auf YouTube verfügbar. Das heißt im Prinzip, wir wissen, dass es doch dann immer auch noch eine ganze Reihe Interessierter gibt, die sich das dann danach angucken. Werden die Vorträge immer durchlaufen lassen und Fragen dann im Anschluss jeweils direkt behandeln. Dazu bieten wir beides an. Wer im Prinzip in der Aufzeichnung nicht erscheinen mag, kann natürlich seine Kamera ausmachen und kann Fragen auch im Chat stellen. Ansonsten laden wir alle sehr herzlich ein, eben sich einfach zu melden und dann Fragen auch direkt an die Referentinnen zu stellen. Zur Nacharbeit werden wir allen Teilnehmenden hier auch die Präsentation und den Link zur Aufzeichnung nach der Veranstaltung zukommen lassen. Also insofern muss sich keiner hier Notizen machen. Das einfach, glaube ich, so zum Rahmen. Und dann freue ich mich, das Wort zu übergeben an Brunhard Kehl,
der uns, glaube ich, einfach mal einführt in das Thema Kreislaufwirtschaft in der Lebensmittelindustrie. Und insofern übergebe ich das Wort, Ronald, an dich. Ja, danke schön, Markus. Ich denke, da können wir gleich die erste Folie zeigen. Ja, mein Name ist Ronald Kehl. Ich bin jetzt seit im achten Jahr bei der Assoziation Ökologische Lebensmittelwirtschaft. Davor war ich 20 Jahre bei Bioland im Bereich Lebensmittelverarbeitung, Herstellerbetreuung und auch, es ging auch um Vermarktungsprojekte. Und ja, hier in der AOL bin ich zuständig für einen Arbeitskreis Rohstoffsicherung, für Verpackung. Schwerpunkt ist leider der Bereich auch der Kontamination von Lebensmittelrohstoffen. Und ja, das erstmal so zu meiner Person. Und dann kommen wir zur AOL. Ja, mittlerweile ist das ein Zusammenschluss von 120 Lebensmittelunternehmen der Lebensmittelwirtschaft, die Bio-Lebensmittel herstellen. Eins der Gründungsmitglieder war auch Neumarkter Ramsbräu, neben anderen. Und ja, die Aufgaben sind im Prinzip die politische Interessenvertretung, dann die Förderung und Austausch und Information unter den Mitgliedern. Und die AOL ist Ansprechpartner für Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Medien. Ja, ich bedanke mich, dass ich hier was zu beitragen kann. Das Thema Kreislaufwirtschaft, ist gerade auch im politischen Raum. Also ich glaube, das Umweltministerium wird nochmal einen neuen Entwurf erarbeiten. Da geht es dann eben nicht nur um Abfallwirtschaft und Verpackung, soweit ich weiß, sondern auch, es geht, wie man das Thema Kreislaufwirtschaft überhaupt insgesamt übernehmen kann. Das hier sind jetzt meine Themen. Also einmal die Rahmenbedingungen oder was ich unter Kreislaufwirtschaft verstehe, dann geht es im Prinzip um das, was bei der EU-Kommission seit 2019 aufgesetzt ist. Das sind sehr große Vorhaben der EU-Kommission mit dem EU-Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft, für die Farm-to-Fork-Strategie, die jetzt mehr den Lebensmittelbereich betrifft. Und dann komme ich nochmal zu speziellen Aspekten der Lebensmittelwirtschaft. Ich habe eingeschoben Ergebnisse von einem Projekt zum Product Environmental Footprint, was hier in der AOL mit Fiebel und Öko-Institut durchgeführt wurde, um mal zu sehen, wie denn die Bio-Lebensmittel in das ganze Konzept reinpassen. Und dann geht es um die umweltrelevanten Aspekte in der Lebensmittelkette und am Schluss, worauf sollte ein besonderes Augenmerk gelegt werden. Ja, dann können wir gleich mit der nächsten Folie starten. Also das ist ein Bild von dieser Cradle-to-Cradle-Initiative und es zeigt einmal den biologischen Kreislauf, haben Lebensmittel ja sehr viel mit zu tun, und auch den technischen Kreislauf. Und ich glaube, wenn wir gut mit unserer Umwelt umgehen wollen, dann ist es gut, das zu berücksichtigen und zu gucken, dass es wirklich rund läuft und nichts auf Deponien verschwindet oder im Meer versenkt wird oder was auch immer. Und also das ist die Vorstellung dazu, das ist jetzt irgendwie die Erzeugung von Kleidern, aber das gilt natürlich auch genauso für den Lebensmittelbereich. Also wir haben beide Kreisläufe und wir müssen uns deren bewusst werden und überlegen, wie können wir das gut, also welche Produkte stellen wir her, die sich gut auch im Kreislauf führen lassen. Dankeschön. Dann in der nächsten Folie, jetzt stelle ich mal diese EU-Vorhaben vor. Also wir haben einmal, also das Ziel war, dass die EU oder Europa der erste klimaneutrale Kontinent wird bis 2050. Die nachfolgenden Ziele, die richten sich dann aber bis zum Jahr 2030, also mindestens 55% weniger Netto-Treibhausgasemissionen bis 2030 gegenüber 1990. Und es sollen 3 Milliarden zusätzliche Bäume in der EU bis 2030 gepflanzt werden. Und ja, die Vorteile sind, dass sich, also es sichert uns und künftigen Generationen ein besseres und gesünderes Leben. Und jetzt habe ich mal die Dinge eingekreist, die Lebensmittelwirtschaft besonders betreffen. Also es geht um saubere Luft, sauberes Wasser, einen gesunden Boden und die Biodiversität, damit wir mit den Kontaminationen nicht mehr so viel Ärger haben, wie es im Moment sich zeigt. Es geht um gesunde, unbezahlbare Lebensmittel.
Und natürlich sind alle anderen Bereiche, die hier aufgezeigt sind, die betreffen natürlich genauso die Lebensmittelwirtschaft. Also es geht um Verkehr, Logistik, um die Energie, um Abfall und letztendlich auch Verpackung. Es geht um Arbeitsplätze und wettbewerbsfähige, krisenfeste Industrie oder ein Wirtschaftsstandort. Dankeschön. Dann kommen wir zur nächsten Folie. So, das ist einmal der EU-Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft, der 2020 vorgestellt worden. Die Ziele waren, nachhaltige Produkte sollten der EU Norm werden. Und es betrifft die Elektronik, elektrische Geräte, Batterien und Fahrzeuge, Textilien, Kunststoffe, das Bauwesen und Gebäude. Und unser Bereich sind dann besonders die Lebensmittel, die Verpackung, Wasser und Nährstoffe. Und die einschlägige Strategie ist, weniger Abfall zu erzeugen, das heißt, das Ganze eher im Kreislauf zu führen. Und die Neuigkeit oder das Neue daran ist, die Kreislaufwirtschaft für Menschen, Regionen und Städte nutzbar zu machen. Und es gibt viele Initiativen dazu. Einige wichtige sind, also da werden natürlich viele Verordnungen wieder in Kraft gesetzt. Das ist herausfordernd, auch für alle Unternehmen. Es gibt Vorschläge zu Green Claims and Right to Repair und zur Vermeidung von Mikroplastik, was dann wieder den Verpackungsbereich betrifft, und auch Verpackung und Verpackungsabfall. Also diese Green Claims, den Vorschlag zur Green Claims Verordnung, der ist gerade, wurde gerade jetzt in die Öffentlichkeit gegeben. Da gibt es jetzt Stellungnahmen zu. Der besagt, dass wenn man Aussagen zur Umweltverträglichkeit macht, dann muss man das auch besonders nachweisen. Und zu einem dieser Instrumente, da gehe ich nachher noch drauf ein. Dankeschön. Dann können wir zum nächsten Teil kommen. Das ist jetzt ein Teil von diesem Rechtsrahmen. Also hier ist es jetzt der Abfallrechtsrahmen, aber es betrifft natürlich auch, es wird auch noch sehr viel weitergehen. Weil ich glaube, zunehmend hat man erkannt, dass es natürlich auch mit der Entwicklung und Produktion zusammenhängt, ob irgendwas kreislauffähig ist oder nicht. Boah, dann können wir auch schon weitergehen. Das ist jetzt einfach die Abfallrahmenrichtlinie, weil das betrifft natürlich die Lebensmittelindustrie auch oder die Lebensmittelwirtschaft besonders. Also das wurde bereits in Kraft gesetzt und da sehen wir die umgekehrte Pyramide. Also das oberste Ziel soll die Vermeidung sein, dann die Vorbereitung zur Wiederverwendung, danach das Recycling und die sonstige Verwertung, zum Beispiel energetisch, was einen sehr großen Anteil derzeit ausmacht, gerade bei den Kunststoffen. Und die Beseitigung bzw. Deponierung, die steht an unterster Stelle. Es gibt Ziele, eben das Recycling gerade bei Kunststoffverpackungen zu heben. Die Frage ist dann immer, wann gilt das als erfüllt? Also wenn es quasi gleichwertige Produkte sind oder wenn sie einfach nur in einem sortierten Ballen vorliegen und man nachher irgendein Downcycling betreibt. Das ist die Frage, die ich dazu habe, aber das will ich jetzt auch nicht weiter vertiefen. Dann können wir weitergehen. Ja, und das ist jetzt dann kommen wir zu der Farm-to-Fork-Strategie. Und wir haben erstmal oben geht es um eine nachhaltige landwirtschaftliche Erzeugung, dann um eine nachhaltige Herstellung von den Produkten und die Distribution, also über den Handel oder den Direktvertrieb, direkt an die Verbrauchenden. Dann haben wir dann geht es natürlich um den Konsum. Das ist, denke ich, auch generell einer der größten Hebel. Also was die Menschen nicht mehr konsumieren wollen, das muss auch nicht mehr produziert werden. Und am Schluss haben wir dann einmal die Lebensmittelabfälle, die insgesamt viel zu hoch sind in Europa und auch um, wie wir mit dem Abfall umgehen. Und die Maßnahmen davon sind einmal 25% Ökolandbau, dann sollen Pflanzenschutzmittel, Antibiotika-Einsatz in der Tierhaltung, die Nährstoffverluste um 50% reduziert werden. Außerdem geht es auch um die Erhöhung der Artenvielfalt auf mindestens 10% der Agrarflächen. Dann geht es um Konzepte, um die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren.
um sichere Lebensmittel. Hatte ich heute Morgen gerade eine Besprechung zu Ergot-Alkaloiden und Mutterkorn. Und da war das alleinige Ziel nur noch die Lebensmittelsicherheit. Ist auch nicht so ganz ohne. Es geht um die Mehrwertkennzeichnung und auch um die Nachhaltigkeitskennzeichnung, die jetzt mit den Green Claims letztere eingeführt werden soll. Das sind schon mal wichtige Projekte, die die EU-Kommission sich vorgenommen hat. Ja, und dann möchte ich kurz zum ÖkoPEP, zum Product Environmental Footprint kommen. Das Projekt, das hier quasi von der AHÖL, dem FIBEL und dem Öko-Institut durchgeführt wurde, das Ganze läuft schon seit, ich glaube, 2015 gab's die ersten Überlegungen dazu. Und zwar geht es darum, eine Lebenszyklusanalyse von einer Produktgruppe zu erstellen. Das ist ein Projekt der EU-Kommission. Und das Ganze geht nur dann, wenn 60% der Marktteilnehmer oder der Marktmacht darin vertreten sind und diese Vorschläge entwickeln. Und da gibt es quasi so einen Standard und die Unternehmen, die diesen PEF dann nutzen wollen, die können eventuell auch noch besser werden, wie der Standard, der hier vorgegeben ist. Und ja, und das ist auch ein Instrument, was jetzt in dem Green Claim Verordnung genannt wird. Das ist eine Methode, die dort anerkannt ist. Sie wird aber freiwillig bleiben und es werden auch weitere Methoden zulässig sein. Also das Entscheidende ist auch die Transparenz. Wo kommen die Daten her? Können andere das einsehen und sind das redliche Aussagen, die ich zu der jeweiligen Sache mache? Ja, und es ist im Prinzip auch sehr effizienzgetrieben. Also es geht nicht darum, ist es vielleicht sinnvoll, irgendwas zu vermeiden, sondern es geht nur darum, wie kann ich es noch effizienter darstellen. Dankeschön. Dann zum nächsten. Das ist mal so ein Überblick, welche Produktgruppen bisher bearbeitet wurden. Also der größte Bereich ist Non-Food, aber im Lebensmittelbereich haben wir schon eine fertige Methodik. Die wird allerdings, soweit ich es gehört habe, im Moment noch nicht wirklich umgesetzt, weil das Ganze ist auch noch nicht beschlossen. Und es gibt, also bei Kaffee und Fisch und rotem Fleisch, gibt es Entwürfe, die sind aber noch nicht umgesetzt. Und ich finde es ganz gut, es anhand des PEF mal zu zeigen, wie so eine Lifecycle-Analyse abläuft und was es auch für den Lebensmittelbereich bedeutet. Dann können wir kurz mal diese verbindlichen Wirkungskategorien angucken im nächsten Chart. Also es geht um Landnutzung, Umwandlung, Inanspruchnahme mineralischer fossiler Rohstoffe, bodennahe Ozonbildung, es geht um Humantoxizität, es geht um aquatische Toxizität, Abbau der stratosphärischen Ozonschicht und den Klimawandel. Also es sind 15 Parameter. Und die werden entsprechend gewichtet und daraus gibt es ein Ergebnis. In dem Projekt ist uns aufgefallen, beim Fleisch gab es auf einmal eine extrem hohe Feinstaubbelastung. Also wir wissen immer noch nicht, wo sie herkommt. Oder im Molkereibereich war der Wasserverbrauch, der ist extrem hoch gewichtet worden, obwohl die Molkerei in Oberbayern stand und genug Wasser zur Verfügung steht. Die Datenbasis ist auch noch intransparent und sie ist nicht so dicht, dass man sagen kann, das gilt jetzt für landwirtschaftliche Erzeugerbetriebe in Mitteleuropa, in Südeuropa, im Osten. Also das waren alles noch die Schwachstellen da. Aber interessant ist zumindest, sich das mal anzuschauen, wie auch so ein Lifecycle Assessment ablaufen könnte. Und dann kommen wir zur nächsten Folie. Den Chart habe ich mal gezeigt, um die Wertschöpfungskette auch zu zeigen. Also das alles, was wir hier sehen, wird abgebildet. Also einmal die landwirtschaftliche Erzeugung, die Herstellung, dann auch die Verteilung und letztendlich den Verbrauch. Und ich fand interessant bei diesen drei Produktgruppen, die da beleuchtet wurden, war es also, dass die größten Umwelteffekte mit 60% bei Nudeln, mit 80% bei Joghurt und bei Fleisch mit über 90% in der landwirtschaftlichen Erzeugung liegen. Und sie liegen in der Verarbeitung, da kommt es natürlich auf die Produktbereiche an, ist der Input relativ gering, aber bei der Distribution und im Handel,
Da wird es noch mal deutlich mehr, der Einfluss von den verschiedenen Umweltparametern. Das, denke ich, ist schon mal ganz interessant, das überhaupt das vor Augen zu haben. Dann können wir mal gerne zur nächsten Folie kommen. Ja, vorab möchte ich noch über einen Fall berichten. Da geht es um eine Bäckerei. Die wurde jetzt neu gebaut. Also es gab einen Nachfolger, der hat den Betrieb übernommen. Und er sagt, sie haben mittlerweile 6 eigene Filialen und sie liefen bei nichts mehr an den Lebensmittelhandel in der Vorkassezone, weil sie damit die Retouren, also das, was an Brot und Backwaren am Ende des Tages nicht mehr verkauft werden konnte, das können sie sehr viel besser steuern, weil der Handel sagt, die Regale müssen bis um 19 Uhr voll sein, auch wenn er vielleicht nur noch 10 oder 15% davon verkauft. Und dieses Unternehmen weiß, dass quasi der Rohstoffeinsatz eigentlich da auch einen sehr großen Input ausmacht. Und die haben jetzt für die Retouren eine Person abgestellt, die die Retouren sortiert. Altbrot kann man nachher nochmal für die Teigerzeugung verwenden. Es gibt was für die Tafeln, was durchaus noch gegessen werden kann. Und der Rest geht dann erst in die Biogasanlage. Das fand ich sehr vorbildlich und ja, das können wir vielleicht auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Also da liegt natürlich relativ viel, da liegen große Effekte auch drin. Und ja, zu den speziellen Aspekten der Lebensmittelwirtschaft. Ich habe gleich nochmal ein Chart, der das noch ein bisschen ergänzt. Also die umweltrelevanten Faktoren sind einmal die Lebensmittelrohstoffe mit dem Transport und vielleicht Lagerung. Dann der Verarbeitungsprozess, da geht es um Energie für Verarbeitung, Wärme, Kälte, um die Anlagentechnik, Gebäude, Wasser, Abwasser, je nach Produktgruppe, um die Verpackung und auch um Umgang mit Abfall und Reststoffen aus der Lebensmittelerzeugung, also wie jetzt bei dem Bäckereibetrieb erwähnt. Und dann haben wir nochmal das Thema Lagerung, Transport und Logistik. Also wenn wir jetzt an Tiefkühlkette denken, dann kann das natürlich sehr viel an Energie auch ausmachen. Und ja, das vierte ist dann der Einzelhandel und vielleicht direkt vermarkten oder der Großverbraucher. Und dann sind wir am Verbrauch. Also werden die Lebensmittel tatsächlich genutzt oder werden sie am Ende weggeworfen? Ja, dann kommen wir zu dem nächsten. Also hier ging es eher um Blick auf Energieeinsatz, klimarelevante Dinge. Aber da haben wir das nochmal schön übersichtlich. Also wir haben einmal die Landwirtschaft. Da gibt es schon sehr viele verschiedene Aspekte. Wir haben die Verarbeitung. Da kommt es darauf an, woher kriege ich die Rohstoffe? Welche Verarbeitungstechniken habe ich? Kann ich Kälte und Wärme irgendwo zurückgewinnen? Und welche Produkte stelle ich überhaupt her? Dann haben wir die Distribution. Auch das ist die Frage. So, geht es vielleicht mit Flugzeug oder geht es quasi just in time über Großlager oder wird es direkt angeliefert? Also es hat schon einen großen Einfluss. Und dann haben wir den Lebensmittelhandel. Der hat ganzjährige Angebote, Vielzahl an Verpackungsgrößen und Verpackungen. Und es gibt natürlich auch immer wieder Reste, gerade bei Frischware, die nicht direkt abgesetzt werden können. Und letztendlich in den Haushalten wird dann entschieden, ob das, was da jetzt eingekauft wurde, ob es verwendet wird oder ob es verschimmelt, weil man es nicht so richtig im Blick hat. Ja, also das sind so aus meiner Sicht die Umwelteffekte. Und dann ja, war eigentlich so das Schlussthema, worauf sollte besondere Augenmerk gelegt werden. Und ich habe hier das Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats für Agrarpolitik und Ernährung gezeigt. Ich fand, das ist, glaube ich, wirklich auch der größte Hebel. Also wenn die Ernährung und das Ernährungsverhalten und generell auch der Konsum, wenn der sich danach richtet, was ist denn einigermaßen verträglich? Und da haben wir einmal das Soziale. Da geht es um soziale Mindeststandards. Wir haben die Umweltaspekte, Umwelt- und klimaschützende Ernährung, die zu den mittel- und langfristigen Nachhaltigkeitszielen Deutschlands passt. Aber ich glaube, das gilt mittlerweile eigentlich auch für alle Unternehmen. Dann haben wir eine Ernährung, die das Tierwohl mit einbezieht.
Also ich habe zuletzt noch mal eine Meldung gehört, also Tierwohl ist das eine, aber die Tiergesundheit ist im Moment im Argen. Das hat auch mit der Züchtung und Haltung zum Teil zu tun. Dann kommen wir zu dem Thema Gesundheit. Also soll eine gesundheitsfördernde Ernährung soll es eigentlich für alle Menschen sein. Das finde ich ist, also das wollte ich nochmal besonders betonen. Das ist eigentlich einer der größten Hebel, wenn das die Menschen, die das konsumieren, wenn die darauf achten, dann haben wir quasi relativ oder geringere Effekte, wie wenn einfach produziert wird und wir überlegen, wie können wir das über das Marketing den Leuten irgendwie schmackhaft machen, dass sie alles kaufen, was es überhaupt gibt. Ja, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Ja, und deshalb, so aus meiner Sicht, denke ich mal, worauf soll ein besonderer Augenmerk gelegt werden? Also einmal ein nachhaltiges Ernährungssystem mit weniger tierischen und mehr pflanzlichen Produkten, zum Beispiel nach der Vollwerternährung oder die EG 2020. Dazu haben wir ein Positionspapier der AOL erstellt. Da geht es um die Transformation der Ernährung auf dem Weg zur Kulinarik des 21. Jahrhunderts. Dann geht es natürlich um die Landwirtschaft, also mit einem beziehungsweise auch das Verhältnis zu den Lebensmitteln, also mit dem Verständnis, dass Lebensmittel kostbar sind und wir dankbar dafür sein können, wenn genügend zur Verfügung stehen, wir möglichst wenig Lebensmittelabfälle haben. Also ich habe zuletzt von einer Frau aus Kamerun gehört, die arbeitet, macht eine Ausbildung im Altenheim. Und die sagte, da gab es Torte und Kuchen für die Bewohner und die haben nur ein Viertel davon gegessen. Der Rest wird weggeschmissen. Sie sagt, ich aus Kamerun, ich weiß, dass die Leute da hungern, dass Lebensmittel extrem knapp sind und ihr schmeißt sie einfach weg. Also das ist ein großes Problem, also auch aus der Warte her. Das dritte ist die Landwirtschaft und die Art des Anbaus. Also werden chemisch-synthetische Dünger- und Pflanzenschutzmittel im Pflanzenbau eingesetzt? Oder haben wir Ökolandbau? Und es geht auch um eine möglichst flächengebundene Tierhaltung mit Weidegang für Rinder. Weil die Rinder liegen mir besonders am Herzen. Die werden ja derzeit wegen Methanausstoß ziemlich, die kommen ziemlich schlecht weg. Aber wir brauchen im Prinzip die Rinder auch für das Grünland. Und das Grünland speichert sehr viel CO2. Und eine flächengebundene Tierhaltung steht dafür, dass insgesamt sehr viel weniger Fleisch und tierische Produkte verzehrt werden können, weil wir haben ja derzeit sehr viel Futtermittel aus aller Welt. Dann das vierte sind die möglichst kurzen Transportwege der Rohstoffe und effiziente Verarbeitung und das Verpackungsmaterial sollte man im Blick behalten. Und das fünfte ist, dass man möglichst effizient die Lebensmittel verteilen sollte und auch auf die Transportwege achten sollte. Ja, das war es dann von meiner Seite. Dankeschön. Dann habe es fast eingehalten, die Zeit. Markus, du bist noch auf Mute. Ich sehe, du redest. Ja. Danke, Annika, für den Hinweis. Ronald, erstmal vielen herzlichen Dank für den schnellen Ritt durch alles, was, glaube ich, sowohl regulatorisch im Moment passiert, aber eben auch, glaube ich, die wichtigen Aspekte, die, glaube ich, ein kreislauforientiertes Agieren in der Lebensmittelbranche erfasst. Wir haben jetzt schon mal eine erste Frage hier im Chat. Die ist, wie schätzen Sie die Chancen und Bedeutung innerstädtischer geschlossener Aquaponikanlagen in Bezug auf die Ziele der Kreislaufwirtschaft in Deutschland ein? Also es gibt sie ja schon. Und also ich habe das in Berlin mal gesehen. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass das auch noch woanders funktioniert. Natürlich die Frage so, wie es mit Preis, wie es mit den eingesetzten Ressourcen. Also klar. Kann ich mir vorstellen, dass es funktioniert. Also ich habe es in Berlin gesehen, aber es hat nicht so schnell so weite Kreise gezogen bisher. Aber das ist mit Sicherheit auch eine gute Möglichkeit. Gibt es denn, die Folien werden zur Verfügung gestellt? Das war im Prinzip hier eine Frage. Ja.
Gibt es sonst noch Fragen direkt vielleicht hier, Wortmeldungen? Sonst hätte ich einfach noch mal auch eine Frage, Brunhard. Ich denke mal, du hast sehr gut dargelegt, natürlich den gesamten Wertschöpfungszyklus und die Kette und die verschiedenen Wirkungen, die sich da ergeben. Aber eine wichtige Rolle spielt ja auch, glaube ich, am Ende eben, wie der Konsum natürlich auch beeinflusst wird von Kosten und Preisen. Und da wissen wir ja nun, dass eben in der Lebensmittelwirtschaft Preise eben nicht unbedingt widerspiegeln, wie die tatsächlichen Effekte in dieser Wertschöpfungskette auch sind. Und es gibt ja auch viele Diskussionen im Moment, ob man eben da auch Anreize setzen muss, ob man im Prinzip Dinge transparenter machen muss. Ist das Teil auch, sag mal, der Regulatorik, möglicherweise einfach mehr Transparenz auch in die Kostenstrukturen und in die Wirkungen zu schaffen und das auch in Preisen abzubilden? Also wir jetzt bei der letzten Biopack ging es ja um die Warenpreise bzw. die externen Kosten. Also ich glaube, dass das wichtig ist, das auch einzupreisen, weil sonst trägt es ja quasi die Gesellschaft komplett. Und also auch was das Thema Lebensmittelverschwendung oder betrifft, wenn die Lebensmittel, also das habe ich bei so einem Kreis damals im Land Rheinland-Pfalz ging es auch darum, wie können wir denn die Lebensmittelverschwendung reduzieren. Meine These war, die Bio-Lebensmittel sind sehr viel teurer wie die konventionellen Lebensmittel. Also man geht da etwas achtsamer mit um, wenn man mehr für die Produkte bezahlt. Und dann schmeißt man am Ende auch weniger weg. Also ich glaube schon, dass das wichtig ist. Auf der anderen Seite geht es immer darum, ja, die Lebensmittel müssen ja noch bezahlbar bleiben. Aber ich glaube, dass der Preis schon auch wichtig ist, dass wir achtsam mit den Dingen umgehen und dass wir das vorher überlegen. Also ich komme aus dem Haushalt, meine Eltern haben den Krieg erlebt, die haben auch gehungert und ich bin auch sehr dankbar, dass wir diese Lebensmittel zur Verfügung haben. Und ich tue mich sehr schwer, irgendwas wegzuschmeißen. Und das ist, ich glaube, dass das nicht reicht bei den meisten Menschen, sondern dass es eher darum geht, so was kostet es und wenn es was kostet, dann ist es was wert und dann gehe ich vielleicht anders damit um. Gut, wir haben jetzt noch eine Frage vom Stefan Michels und vom Harro. Würde ich mal sagen, die zwei Fragen machen wir jetzt noch und dann, glaube ich, gehen wir zum nächsten Vortrag. Stefan? Ich halte es kurz. Also wir sind auch mit der FH Münster im Thema nachhaltige Ernährung mit dabei und sitzen auch am runden Tisch mit der Bundesregierung. Unter anderem, das wollte ich jetzt aber nochmal wichtigerweise ergänzen, müssen auch Gesetzesänderungen herbeigeführt werden, die gerade mit Hygieneverordnungen zu tun haben. Wenn es gerade darum geht, Lebensmittel, die dann über sind, weggeschmissen werden. Also auch da hat der Einzelhandel mit zu kämpfen, unter anderem. Und aber auch die Gemeinschaftsverpflegung und die Gastronomie. Also was darfst du, was am Buffet war, muss normalerweise alles danach in die Tonne und wie gehst du damit um? Also nicht nur die Verbraucher sind am Ende gefragt, sondern auch der Gesetzgeber, dass dann Lücken geschlossen werden. Also mir war das nur wichtig, weil offensichtlich sitzt du auch an den Schaltzentralen, dass du das weitergeben kannst, diese Themen. Das bewegt uns jetzt zum Beispiel in der Verpflegung. Dankeschön. Ja, wir waren gerade bei der EU-Kommission. Also wir hatten eine Exkursion dahin gemacht. Fand ich ganz interessant. Also der Bereich Kontamination, das ist genauso einer, wo sehr viele Lebensmittel, also manchmal wird ja wenn da eine Grenze überschritten ist von einem Gewürz, da wird minimal irgendwas im Lebensmittel eingesetzt, trotzdem muss dieses Gewürz entsorgt werden. Also da gibt es auch im Fleischbereich, also da gibt es sehr viele Punkte, wo die Frage auch immer nochmal ist, so, wie gewichte ich das denn jetzt? Lebensmittelsicherheit zur angemessenen Versorgung, wie ist das mit den Kontaminationen und wie ist letztendlich auch das Lebensmittelhygienerecht gestrickt? Also klar, alles was irgendein in der Außerhausverpflegung die Küche verletzt, darf da nicht mehr rein. Das wird dann muss letztendlich entsorgt werden. Also da braucht es deutlich mehr Flexibilität. Lebensmittelsicherheit ist wichtig, aber es ist nicht nur das alleinige Kriterium, meiner Einschätzung.
Gut, Haro, letzte Frage zu diesem Komplex hier. Ja, es ist eigentlich keine Frage, sondern eine Ergänzung zu diesem Preisthema, dass einfach die Lebensmittel ja nicht die Kosten widerspiegeln. Die Lebensmittelpreise spiegeln einfach nicht die Kosten wider. Jemand, der umweltschonend arbeitet, ich bin Bioland-Gemüsegärtner, ich meine, der hat halt höhere Kosten und in der Regel auch etwas geringere Gewinne. Deshalb sind die Preise teurer. Konventionelle Lebensmittel, die tun die Kosten einfach auf die Gesellschaft abladen und deswegen sind die Preise, können die Preise günstig sein, aber das zahlt am Endeffekt die gesamte Gesellschaft. Und wenn man das umlegt auf das einzelne Produkt, sind die konventionellen Lebensmittel eben nicht billig. Also das gilt es immer wieder zu betonen, sowohl im direkten Kontakt wie auch im politischen Bereich. Super, danke Haro für die Ergänzung und ich glaube, das ist schon fast ein gutes Stichwort, zu unserer zweiten Referentin zu kommen, zu Simone Spangler, die, glaube ich, bei Neumarkt der Lamsbräu ja auch durchaus in einem Markt tätig ist, in dem, glaube ich, ja nun auch die breite Palette von sehr ökologischen Unternehmen wie Neumarkt der Lamsbräu natürlich auch im Wettbewerb stehen mit deutlich weniger nachhaltigen Unternehmen und wir freuen uns auf den Vortrag, was die Neumarkt der Lamsbräu, glaube ich, in das Thema Kreislaufwirtschaft seit vielen Jahren und Jahrzehnten auch schon an Know-how und an Wissen gesteckt haben und wie sich das heute darstellt. Simone, wir freuen uns auf deinen Vortrag. Danke, Markus. Ich freue mich, dass ich da sein darf und für Neumarkt der Lamsbräu sprechen darf zu diesem wichtigen, für uns wichtigen Thema. Simone Spangler, ich arbeite im Nachhaltigkeitsmanagement der Lamsbräu seit mittlerweile 6 Jahren, bin der Lamsbräu aber schon länger verbunden. Und ich werde jetzt erstmal versuchen, die Folie herzuholen, damit ich euch durch die Präsentation führen kann. Genau. Zunächst, Brunhard, vielen, vielen Dank für deine umfassende Einordnung der Kreislaufwirtschaft in der Lebensmittelwirtschaft. Ich würde gerne noch ein anderes Schlaglicht werfen, bevor ich anfange, euch in die Lamsbräu mitzunehmen und euch ein paar Beispiele aus der Neumarkter Lamsbräu zu zeigen, wie wir Kreislaufwirtschaft leben und welche Maßnahmen wir umsetzen. Das ist eine Entwicklung, die mir speziell jetzt, die ich im Netzwerk aktiv bin, aufgefallen ist, zum Thema Kreislaufwirtschaft und Circular Economy. Und zwar, dass Circular Economy, ich nehme jetzt speziell das englische Wort, seit ungefähr 7, 8 Jahren so richtigen Aufwind erfährt. Und zwar insofern, als dass Unternehmen sich komplett neu gründen aufgrund dieses Businessmodells. Also, dass quasi Kreislaufwirtschaft erkannt wird als Möglichkeit, innovative Ansätze zu schaffen, bestehende Missstände aus der Welt zu räumen. Dazu passt auch, was Professor Schneidewind gesagt hat. Ich weiß nicht, wer ihn kennt, ist mittlerweile der Oberbürgermeister in Wuppertal, war lange Zeit der Geschäftsführer des Wuppertal-Instituts. Und 2011 hat er schon gemeint, dass Unternehmen Beschleuniger des Wandels sein können mit technologischer Innovation und neuen Geschäftsmodellen. Also der Fokus hin zu Innovation und neuen Entwicklungen, auch gerade im Bereich Kreislauf. Also wenn ich an Veranstaltungen teilnehme, ganz oft darum, wie können wir die Missstände beheben, die Ressourcennutzung optimieren durch Innovation. Und seit 7, 8 Jahren nimmt das Ganze richtig Fahrt auf. Das ist jetzt nur ein Beispiel, seit wann Circular Economy als Businessmodell überhaupt in der Literatur Erwähnung findet. Denn wenn sich in der Wirtschaft was bewegt, dann wird da ziemlich schnell auch dran geforscht. Es geht parallel damit einher. Nicht, bedeutet nicht, dass Kreislaufwirtschaft vorher nicht auch eine Rolle gespielt hat oder Cradle to Cradle andere Ansätze, aber so richtig als Businessmodell kommt es jetzt oder nimmt es richtig Fahrt auf. Es ist auch schon auf der Straße angekommen. Das habe ich jetzt auch genutzt, dass ich zufällig einen Artikel gelesen habe vor kurzem, wo Leute gefragt worden sind, was verstehst du unter Kreislaufwirtschaft? Und das finde ich interessant. Das sind verschiedene Aspekte. Das ist zum einen natürlich die Rückführung von Rohstoffen und Ressourcen in den Kreislauf.
und da wird explizit auch die Landwirtschaft genannt, das haben wir ja gerade bei Brunhard auch gehört, dass es keine Verschwendung gibt, also dass generell einfach verantwortungsvoll mit Ressourcen umgegangen wird und aber auch der Aspekt des Zugangs zum Material und zur Produktion. Und es gibt einfach verschiedene Wirkungsbereiche im Modell der Kreislaufwirtschaft. Und ich stelle eben fest, dass es sehr, sehr viel in Richtung Innovation und Neuerung geht, gerade wenn man sich eben Nutzungsdauer, Nutzungsintensivierung, Entmaterialisierung und so weiter anschaut. Und in Vorbereitung zu diesem Vortrag habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, was soll ich jetzt Innovatives über die Lamsbräu erzählen? Wo finden wir uns denn da wieder? Was wollen die Zuhörer und Zuhörerinnen denn oder was sollen sie auch mitnehmen? Und deswegen bin ich ganz froh, was Brunhard so schön auf den Punkt gebracht hat. Denn bietet Lamsbräu im Sinne der Kreislaufwirtschaft Innovation und Neues ein klares Jein? Also wir bieten sehr viel in dem, was wir tun, in Richtung Kreislaufwirtschaft, aber eigentlich relativ wenig in Richtung Innovation, wie wir es hier verstehen. Also wir sind kein Softwareunternehmen, das innovative Lösungen anbieten kann, um etwas zu entmaterialisieren oder Ähnliches. Erst nur mal vorneweg, würde mich auch interessieren, wie ihr das seht. Ich nutze gern solche Veranstaltungen, dass man dann auch in Austausch gehen kann. Es ist sehr stark besetzt in gewissen Netzwerken mit Innovation. Jetzt aber zu uns, das wollte ich nur vorweg schicken, dass mir das auch gefallen ist. In den 80er Jahren hat unser Seniorchef begonnen, die Unternehmenstätigkeiten zu reflektieren und gerade auf die Umweltein- und Auswirkungen zu analysieren und dann das Unternehmen aber auch kräftig umzukrempeln. Das heißt, wir haben schon relativ früh die 100% ökologische Rohstoffbeschaffung eingeführt und auch ein Umwelt- oder Umweltmanagementsysteme. Tatsächlich sind es bei uns im Haus zwei, ISO 14001 und EMAS, das europäische Managementsystem. Und das war schon in den 90er Jahren. Seit 5, 6 Jahren ist jetzt die Unternehmensnachfolge erfolgreich abgeschlossen. Johannes Ernstberger ist jetzt alleiniger Geschäftsführer und Inhaber der Brauerei. Und vor etwa 3 Jahren haben wir als Unternehmen nochmal einen Prozess durchlaufen, uns zu reflektieren und neu einzunorden. Wofür stehen wir als Unternehmen? Was wollen wir mit unserem Kerngeschäft bewirken? Und wir haben uns eine Vision gegeben und einen Weg dahin, diese Vision zu erreichen. Keine Sorge, ich werde jetzt nicht auf all diese Punkte eingehen, geht ein bisschen am Thema Kreislaufwirtschaft vorbei, aber dass ihr den Überbau versteht, wie in unserem Unternehmen Entscheidungen getroffen, wo die eingebettet sind. Und das ist eben unsere Vision. Wir leben und arbeiten in einer enkeltauglichen Welt. 100% ökologischer Landbau ist für uns darin der Standard. Die Menschen genießen in einer intakten Natur und im harmonischen Miteinander das Leben. Auf dem Weg zu dieser Vision braucht es natürlich Mitstreiter und wir haben da auch so Randaspekte noch mit dabei. Nur, dass ihr seht, wenn wir Entscheidungen treffen, wenn sich unser Unternehmen entwickelt, umgestaltet, findet es immer unter dem Aspekt dieser Vision statt. Wir verstehen uns nicht als reiner Getränkehersteller und hoffentlich schmecken unsere Getränke und gut ist, sondern mit unserer Tätigkeit versuchen wir, diese Vision zu erreichen. Jetzt aber konkret, wo finden sich Aspekte der Kreislaufwirtschaft bei uns im Unternehmen? Ich brauche nicht mehr viel dazu sagen, denn Brunhard hat es vorweggenommen. Erst einmal natürlich ganz klar bei 100% biologischen Rohstoffen. Im Optimalfall gibt es einen recht geschlossenen Kreislauf von pflanzlicher Produktion, Futtermittel, Verwertung von Gülle und Mist, wieder auf die Äcker, flächengebundene Tierhaltung. Was wir auch schon in diesem Zitat gesehen haben von der Dame auf der Straße, wie es früher in der Landwirtschaft der Fall war. Also dieses Kreislaufsystem, dem hat sich unser Seniorchef damals in den 70er, 80er Jahren angenähert und das als eigentlich die Lösung empfunden, wie wir hier so nachhaltig wie möglich werden können. Wir machen das natürlich zusammen mit Partnern, nicht nur auf Basis des EU-Bio-Siegels, sondern unsere Landwirte sind nach den Verbandskriterien Bioland, Naturland, Biokreis und auch Demeter zertifiziert, also strenge ökologische Vorgaben. Das ist nur das Beispiel, da braucht man gar nicht weiter darauf eingehen. Wir haben diese Partnerschaft seit 1989, haben mittlerweile über 180 Mitglieder in unserer Erzeugergemeinschaft und können eben viel mehr bewirken, auch im Bereich
der Ökologisierung der Betriebe. Dass sie öko sind, ist wunderbar, aber man kann noch viel mehr gemeinsam erreichen in Richtung Humusaufbau, Biodiversität, Saatgutzüchtung und so weiter. Und was wir regional seit 89 tun, weiten wir, nachdem wir seit über 10 Jahren jetzt auch Limonade produzieren, auf unsere internationalen Liefernetzwerke aus. So international ist unser Zucker zum Beispiel gar nicht, der ist süddeutsch, aber gerade auch im Zitronennetzwerk, Holunderblüte, Orange, bemühen wir uns um Partnerschaften, Transparenz und Fairness. Genau, also dieser Aspekt ist ganz groß bei uns im Haus. Ich denke, dafür sind wir auch bekannt als Unternehmen. Falls Sie uns schon gekannt haben, ist irgendwie klar, Lamsbräu ist ein Unternehmen, das fair mit Partnern gerade aus dem Rohstoffbezug umgeht. Das ist ein großes Anliegen. Aber weitere Aspekte der Kreislaufwirtschaft finden sich bei uns natürlich explizit in der Produktion. Und ich habe euch hier eine Veranschaulichung mitgebracht unserer drei Marken. Das ist natürlich das Bio-Bier. Ich glaube, dafür sind wir am bekanntesten. Dann noch unsere Nau-Bio-Limonade und unser Bio-Kristallwasser und auch Schorlen sind unterschiedlich intensiv in der Produktion. Und das klassische Mehrwegsystem, in das all unsere Produkte natürlich auch verpackt werden, zusammen mit recycelbaren und recycelten Etiketten und recycelbaren Kronenkorken und Schraubverschlüssen, ist eigentlich schon so der Optimalfall im Bereich der Verpackung. Denkt man, also sind wir natürlich gut dabei, das ist, glaube ich, auch ein klassisches Kreislaufsystem, das jeder kennt und das auch schon wirklich alt ist. Aber auch hier gibt es, und jetzt kommen wir vielleicht ein bisschen in den Bereich der Innovation, wo Lamsbräu auch innovativ ist oder zumindest am Ball bleibt, das ist unser Rückbau der Individualflaschen. Wir haben, ihr seht das hier bei unseren Limonaden und bei unserem Wasser, individuell zum Teil auch eingeprägte Flaschen. Das war eine klassische Vertriebsentscheidung bei Neueinführung einer Marke. Muss die Marke attraktiv sein, muss im Regal die Kunden und Kundinnen ansprechen, gerade wenn es ein Markt ist, wo schon zum Teil auch besetzt ist. Und vor 13 Jahren hat man sich dann eben für Individualflaschen entschieden, die schick aussehen, die gut angekommen sind. Mittlerweile hat sich die Marke etabliert und die Geschäftsleitung hat sich aus ökologischen Gründen dafür entschieden, von der Individualflasche zurückzugehen auf Europool-Flaschen. Euronorm-Flaschen haben den Vorteil, ihr könnt es euch denken, wenn eine Flasche, die in Norddeutschland konsumiert wird, nicht explizit wieder nach Neumarkt gekarrt werden muss, reduziert sich der logistische Aufwand, die Emissionen, die dahinter stehen. Getränkehandel freut sich, dass er nicht mehr so viel Aufwand mit uns hat. Denn ich glaube nämlich auch, Individualflaschen nehmen zum Teil ein bisschen Überhand. Es ist schwierig für den Handel, die dann zu sortieren und rückzuführen. Also es ist ein ökologischer Vorteil. Und man muss dazu sagen, Individualflaschen weisen einen hohen Schwund auf. Die Leute scheinen die Flaschen schick zu finden, behalten die ein, machen Vasen draus, was auch immer. Oder geben sie auch nicht zurück, weil sie nicht überall zurückgebbar sind, weil sie eben nicht überall auch abverkauft werden. Und dadurch haben wir natürlich eine hohe Rate an Neukauf. Und Glasproduktion ist höchst energieintensiv und daher unökologisch und deswegen muss es Mehrweg sein und deswegen müssen die Flaschen auch zu uns zurückkommen oder eben von anderen Getränkeherstellern genutzt werden. Und so ist das eine Maßnahme bei uns im Haus, dass wir sagen, wir optimieren hier das eh schon sehr, sehr gute Mehrwegsystem, dass wir wieder auf die Euronormflaschen zurückgehen. Zusätzlich, wer hätte das gedacht, Thema recycelbare Etiketten, beziehungsweise recycelte Etiketten. Seit ich bei der Lamsbräu bin, ist das ein Dauerthema gewesen und wir haben es erst dieses Jahr geschafft, wirklich Etiketten zu finden, die wir von der Qualität her verwenden können. Wir haben jetzt wirklich, ihr seht, glaube ich, keinen Unterschied zwischen Flasche links und Flasche rechts. Die linke Flasche ist unser neues Etikett. Das ist jetzt 100% recycelt und vorher war das von der Qualität her immer schwierig. Wir haben immer Versuche gefahren, dann war die Farbqualität nicht die gleiche oder es gab Unterschiede beim Druck und man glaubt es kaum, ich muss jetzt kurz spicken, bei uns werden im Jahr rund 69 Millionen Etiketten verklebt und dadurch, dass wir jetzt auf recyceltes Material 100% gehen können, sparen wir im Vergleich zu Frischfaser, das ist jetzt rein kalkulatorisch, 67 Tonnen Holz, etwas über 1 Million Liter Wasser, 294 Kilowattstunden Energie und 13 Tonnen CO2-Äquivalente. Also so eine kleine Maßnahme, wie man meinen möchte oder könnte, hat auch große Effekte. Und da sind wir jetzt froh, dass wir es endlich geschafft haben, 100% recycelte Etiketten benutzen zu können.
eine weitere schöne und ganz verständliche Methode im Rahmen der Kreislaufwirtschaft ist unsere CO2-Anlage. Es fällt ja bei der Gärung im Bierprozess Kohlensäure an, also CO2, und die wird bei uns aufgefangen im Gärprozess, also ab dem zweiten Tag. Am ersten Tag ist noch zu viel Sauerstoff mit untergemengt, das kann man dann für die weitere Verwendung nicht gebrauchen, aber ab dem zweiten Tag wird CO2 aufgefangen und für die Wiederverwendung steht es dann zur Verfügung. Das heißt, wenn wir aufkarbonisieren müssen oder unsere Wässerlimonaden karbonisieren oder die Flaschen vorspannen mit CO2, können wir das wiederverwenden. Das ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel für Kreisläufe. Es ist natürlich ein Invest, den man tätigen muss mit so einer Anlage. Wir haben jetzt als Jahresziel für dieses Jahr, diese Anlage auch zu erweitern, denn momentan sind es ungefähr 10% Eigen-CO2, das wir nutzen können. Wir müssen noch Fremd-CO2 zukaufen, aber das wollen wir ganz klar erweitern und vor allem auch die Fremd-CO2-Nutzung runterschrauben durch geeignete Maßnahmen in der Produktion, weniger Druck haben und so weiter. Das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Und das Ganze findet aber alles eigentlich eingebettet statt im Rahmen unserer Umweltmanagementsysteme. Umweltmanagementsystem bedeutet, man nimmt sich hinsichtlich seiner Umweltleistung kontinuierliche Verbesserung vor und immer konkret fordert zu diesen 6 Kernindikatoren, die ihr seht, dass man sich jährlich Ziele setzt, Maßnahmen hinterlegt und darüber transparent Bericht erstattet. Das ist jetzt der große Unterschied zu ISO 14001, wieso wir auch beide Managementsysteme implementiert haben. EMAS verpflichtet zur Berichterstattung. Also da muss ein Unternehmen dann wirklich sagen, was es da tut und wie die Entwicklung ist. Und diese Managementsysteme sind klassische Tools, um der Kreislaufwirtschaft bzw. der optimierten Ressourcennutzung Genüge zu tun. Und Beispiele sind, also wir haben das seit den 90er Jahren implementiert und trotzdem müssen wir uns kontinuierlich verbessern, was auch möglich ist, weil es ständig neue Möglichkeiten, neue Forschungserkenntnisse gibt. Bestes Beispiel sind ja die Etiketten. Wir sind bei den Abfällen Recycling sehr, sehr gut mit einer attestierten 99,1%igen Getrennsammelquote. Das heißt, bei uns fällt sehr wenig Abfall an, der dann in die Müllverbrennung gehen muss. Wir haben die Melzerei technologisch also saniert jetzt und haben tolle Entwicklungen im Bereich von Wasser- und Energienutzung. Und wer sich dafür interessiert, auf das kann ich jetzt konkret nicht so intensiv eingehen, der findet all dies jährlich transparent berichtet und eben seit letztem Jahr zum ersten Mal im Gemeinwohlbericht. Wir haben einen 3-jährigen Turnus verschiedener Berichterstattungsformate, nämlich GRI, dann eine reine EMAS-Umwelterklärung, die jährlich gefordert ist, und GWÖ, das ist ressourcenbedingt. Solche Berichte brauchen viel Manpower, brauchen viel Gehirnschmalz und deswegen machen wir einen 3-Jahres-Turnus der verschiedenen Formate, die alle unterschiedlich charmant sind und unterschiedliche Anforderungen haben. Und da sind wir schon beim Punkt. Also auch die GWÖ ist ein hilfreiches Mittel für Unternehmen, sich hinsichtlich der Kreislaufwirtschaft Gedanken zu machen, denn sie fragt explizit und bepunktet auch, wie ein Unternehmen mit den Ressourcen umgeht, welche Ansätze es verfolgt, um beispielsweise bei den eigenen Produkten eine maßvolle Nutzung anzutriggern. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, weil ich glaube, die wenigsten Unternehmen, die eben nicht vielleicht als Start-up Kreislaufwirtschaft als und Businessmodell haben, fragen sich, wie ihre eigenen Produkte maßvoll genutzt werden könnten. Also mit dem Gedanken haben wir uns erst im Rahmen der GWÖ so richtig auseinandergesetzt. Aber auch da gibt es Möglichkeiten und Wege, kleinere Gebinde, kleinere Kisten. Muss nicht sein, den Leuten zu sagen, bitte konsumiert weniger, denn das ist natürlich schwierig für ein herstellendes Unternehmen. Nochmal kurz im Überblick, weil leider haben wir ja nicht so viel Zeit. Das sind so die Hauptaspekte, die ich identifiziert habe, wo sich bei uns die Kreislaufwirtschaft findet. 2 Aspekte, über die ich lange erzählen könnte, wären die Klimastrategie bei uns im Haus, die sehr, sehr viele Maßnahmen nach sich zieht, die zu Effizienz führen und zu Ressourcenschonung, Energieeinsparung. Wir wollen zum 1,5-Grad-Ziel beitragen und sind deswegen der Science-Based-Target-Initiative beigetreten. Und unsere strategischen Handlungsfelder, das ist ein Aspekt im Unternehmen, wenn die Führungskräfte einmal im Jahr Jahresziele festlegen, tun sie das zielgerichtet nach unseren strategischen Handlungsfeldern und auch da finden sich dann eben so Stichpunkte wie Innovation dann doch auch und Umwelt- und Ressourcenschonung. Das heißt, unsere Ziele sind nicht losgelöst, einfach erdacht von Führungskräften, sondern sie müssen schon eingebettet werden.
Und was ich eigentlich als Highlight mitgeben möchte, es soll ja ein Impulsvortrag sein, ist, dass man das Rad nicht neu erfinden muss. Es gibt sehr, sehr viele etablierte Tools, Systeme, die einem dabei helfen, die Kreislaufwirtschaft oder den Gedanken der Kreislaufwirtschaft zu implementieren. Und das sind, also aus unserer Warte, kann nur für Magda Lambsbräu sprechen, die Umweltmanagementsysteme. Was ich noch nicht erwähnt habe, ist ISO 50001, ein Energiemanagementsystem. Das haben wir im Haus nicht implementiert, aber es ist natürlich auch ganz klassisch für Ressourcenschonung, Energieeinsparung da. Die Gemeinwohlökonomie, aber auch B Corp. Für B Corp kann ich nicht sprechen. Ich kann vor allem für die Gemeinwohlökonomie sprechen, bei der wir seit 2021 Mitglied sind. Eben durch diese gezielte Fragestellung und Bewertung und Einordnung in solche Aspekte wie maßvolle Nutzung und Umgang mit Partnern, Partnerinnen, aber auch Ressourcen. Und ich weiß es nicht, aber ich stelle es jetzt einfach mal in den Raum. Die neue CSR-Richtlinie, die kommen wird, hat zumindest die Verpflichtung für Unternehmen, Position zu beziehen und Bericht zu erstatten über Klima und Klimamaßnahmen. Ich denke, auch da wird sich für Unternehmen viel finden zum Thema Einsparung, Effizienz, ja, was dann im Endeffekt auch wieder alles auf das Thema oder einzahlt. Also das soll jetzt so ein bisschen den Gedanken abrunden, muss es immer neu und innovativ sein oder gibt es nicht schon für Unternehmen sehr, sehr viele Möglichkeiten, sich bei etablierten Systemen zurechtzufinden, weil es überfordert sonst vielleicht auch ein bisschen, was soll ich da jetzt innovativ umsetzen im Unternehmen? Genau. Wunderbar, vielen Dank, Simone. Ich sehe jetzt im Moment noch keine Fragen im Chat und auch keine Wortmeldungen, würde aber natürlich gerne noch mal hören und sehen, ob es vielleicht dann doch das eine oder andere an Fragen gibt oder vielleicht auch Anmerkungen und Kommentare zu dem, was uns die Simone hier aus dem Unternehmen Neumarkt der Lambsbräu gesagt hat. Eine sehr gut. Meldung. Svenja Schmidt, gerne. Jawohl. Hallo, grüße Sie. Ich hätte eine Frage zum Thema, also Kreislaufwirtschaft ist ja nochmal was anderes als Sharing Economy. Jetzt wollte ich mal fragen, ob es da schon Pionierunternehmen gibt, die dieses Sharing-Modell auch schon fahren, weil Sie eben die Glasflaschen angesprochen hatten, was ja auch aus der Initiative heraus entstand, eben das gemeinsam zu tragen. Kennen Sie da Beispiele, die man in dem Setting da hervorheben kann? Jetzt ganz explizit auf unsere Branche bezogen oder Lebensmittelwirtschaft? Es darf wegen mir auch was anderes sein. Also mir geht es tatsächlich darum, das bekannter zu machen, dass es da Modelle also schon gibt und erprobt sind. Klassische Modelle der Sharing Economy ist der öffentliche Nahverkehr tatsächlich. Also das Thema ist ein neues, ist ein schlechtes. Das sind die ganzen Mietwagen. Also gerade im Bereich der Mobilität gibt es da sehr, sehr viele Konzepte, dass nicht mehr einzelne oder das Kauf keine Rolle mehr spielt, das Besitz keine Rolle mehr spielt. Das ist jetzt gerade im Bereich Konsum. Ich weiß nicht, ob Kim Tore da andere Erfahrung hat. Der Lebensmittelgüter, bei uns der Mehrweg natürlich. Wir teilen die Flaschen mit den anderen Herstellern. Muss ich jetzt ein bisschen drüber nachdenken, um vielleicht ein innovatives Konzept zu finden, aber fällt mir jetzt ganz spontan und konkret jetzt nicht so das neue Leuchtturmprojekt ein. Es gibt schon sehr viel bestehendes Gutes, was im Sharing-Bereich funktioniert. Dankeschön. Danke, Simone. Ich würde einfach sagen, wir machen einfach weiter und ich freue mich, dass der Kim Tore Paulsen sozusagen uns jetzt nochmal eine ganz andere Branche oder einen anderen Bereich im Lebensmittelsektor darstellt, nämlich das, was die Erdbeer GmbH mit frechen Freunden macht. Und ich denke, wenn wir am Ende dann gemeinsam vielleicht nochmal zu beiden Unternehmen, die wir heute hier haben, glaube ich, noch in guten Austausch kommen und noch Fragen haben, dann können wir das, glaube ich, sicherlich am Ende auch noch gut abhandeln. Dann übergebe ich einfach an Kim und freue mich auf den Vortrag.
von den frechen Freunden. Ja, hallo zusammen. Ihr könnt mich hören. Erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sprechen darf, einen Beitrag leisten kann und ein bisschen Einblicke zeigen kann, wie wir funktionieren und was wir so machen. Und genau, wir starten gleich mit der ersten Folie. Und genau, ich habe 5 Folien vorbereitet, würde einmal kurz ein bisschen was über unser Unternehmen zeigen und dann über einen Produktlebenszyklus ein bisschen die Wertschöpfung zeigen und dann am Ende ein Praxisbeispiel zum Besten zu geben. Genau, eine Scheibe schon weiter. Ja. Jetzt haben wir es gleich, bestimmt. Genau, zum Unternehmen. Die Erdbeer GmbH ist gegründet im Jahr 2010. Was uns unterscheidet von Lamsfreud oder Neumarkter, wir sind ein Handelsunternehmen, wir haben keine eigene Produktion. Wir bedienen uns von starken Lieferanten europaweit. Die Erdbeerwelt setzt sich zusammen aus der Dachmarke Freche Freunde und den Submarken der Baby Frechen Freunde und jetzt auch bald neu die Freche Freunde Kids. Insgesamt haben wir über 100 Produkte in diversen Kategorien und mittlerweile 90 mitarbeitende Freche Freunde. Und wir organisieren uns nach holokratischen Ansätzen. Das heißt, wir haben keine Hierarchien. Wir arbeiten spannungsbasiert in verschiedenen Kreisen. Jeder Kreis hat seinen eigenen Purpose und die einzelnen Rollen dann mit Verantwortung. Und genau, arbeiten spannungsbasiert ohne Hierarchien. Und seit 2016 sind wir B-Corp zertifiziert, werden auch im 3-Jahres-Turnus rezertifiziert und haben uns 2019 zusammen mit anderen B-Corps auch dazu committed, bis 2030 klimaneutral zu werden. Und genau, das ist quasi auch in unserer Unternehmensstrategie mit eingebunden, dieses Großziel bis 2030 klimaneutral zu werden. Jetzt gleich eine Scheibe weitergehen können, dann würde ich jetzt einmal kurz in den Produktlebenszyklus einsteigen. Und es kommen jetzt gleich ein paar Buzzwords auf der rechten Seite. Das sind die Themen, an denen wir arbeiten. Und alles startet bei uns, wie in jedem anderen Unternehmen auch, mit einer Produktidee. Und dann springen wir quasi in die Produktentwicklung. Und ganz am Anfang können wir aus dem CSR-Kreis, das sind insgesamt 4 Kolleginnen, mit dabei sein beim Kickoff-Meeting und Empfehlungen aussprechen in Richtung Rohstoffauswahl, Verpackungsmittelauswahl, Rohstoffherkunft. Und wir spielen dort das Spannungsfeld zwischen Ökonomie und Ökologie. Genau, und dann gehen wir über ins Design. Oh, nochmal eine Scheibe zurück. Genau. Nochmal zurück, genau. Dann gehen wir ins Design, wo nicht nur das tolle Verpackungsdesign erstellt wird, sondern auch das Produkt spezifiziert wird. Und im nächsten Schritt kommen wir dann in den Bereich der Ressourcenbeschaffung, wo sich dann langsam das Lieferantenmanagement mit einschaltet. Hier geht es darum, die Rohstoffe zu sourcen. Wir haben ausschließlich biozertifizierte Rohstoffe, ebenfalls wie auch Neumarkter Lamsbräu. Wir haben ein ausschließlich vegetarisches Sortiment. Wir legen sehr hohen Wert auf Nachhaltigkeitszertifizierung bei der Beschaffung von Rohstoffen. Genau, und im nächsten Schritt kommen wir dann zur Produktion mit unseren Lieferanten quasi. Dort werden die Produkte produziert. Wir sind darauf aus, mit unseren Lieferanten zusammen die eingesetzten Energiequellen zu substituieren hinsichtlich nachhaltiger Energie, Einsatz von nachhaltiger Energie, um das Ziel der Klimaneutralität zu meistern sozusagen. Wir schauen im Rahmen von Audits auch auf Produktionsabfälle, die wir vielleicht wiederverwenden können. Da gehe ich dann später auch nochmal drauf ein. Im weiteren Verlauf
kümmern wir uns oder legen die, verpacken dann die einzelnen die Produkte, um sie dann in den Transport zu bringen. Bei den Verpackungsmaterialien, man muss sich vorstellen, wir haben ein sehr breites Produktportfolio mit sehr vielen verschiedenen Produkten, die verschiedenste Anforderungen haben. Wir haben uns Ziele gesetzt, bis zum Jahresende auf 95% Monomaterial umzusteigen, um quasi dann auch den Kreislauf in der Verpackungsindustrie gut bespielen zu können. Wir schauen uns im Transport die einzelnen Verpackungsstufen an und versuchen den Volumennutzungsgrad innerhalb der einzelnen Verpackungsstufen zu maximieren, um weniger Luft zu transportieren sozusagen. Und wenn wir dann zu dem Verkauf kommen, dann sind wir auch mit unseren Kunden zusammen darauf aus, die Bestellverhalten von Kundinnen zu optimieren. Das heißt, vielleicht Mengen zu erhöhen oder so zu organisieren, dass der Transport weniger Emissionen ausstößt. Genau, dann geht es in die Nutzung durch unsere Konsumentinnen und letztendlich dann in die Verwertung, entweder Entsorgung oder ins Recycling. Genau. So ist der Produktlebenszyklus, die Wertschöpfung bei uns aufgebaut. Und wenn du jetzt eine Seite weitermachen könntest, Michael. Genau. Dann gehen wir jetzt in die Produktion. Ich hatte das schon ein wenig angeteasert. Wir gehen in die Gefriertrocknung von unseren Früchten. Das ist ein sehr energieintensiver Prozess, weil wir verschiedene Aggregatzustände des Rohstoffes durchgehen. Das Produkt wird eingefroren über einen Vakuumprozess und Trocknungsprozesse dann quasi bearbeitet, so dass wir ein Endprodukt erhalten mit einer maximalen Restfeuchte von 4%. Und in weiteren internen Prozessen und durch physikalische Einflüsse entsteht ein sehr großer Abrieb und eine Staubentwicklung in der Produktion, wie man hier rechts im Bild auch sehen kann. Und wir sehen auch rechts auch das Produkt, was wir in dieser Produktion erzeugen. Das sind Fruchtchips mit einem, geschnitten, in diesem Fall geschnittene Erdbeerscheiben, die in diesem Prozess, wie ich ihn gerade erklärt habe, abgepackt werden und an einzelnen Stellen innerhalb des Prozesses sind Siebe aufgespannt quasi und alle Teile, die nicht die richtige Größe, nicht der Größe entsprechen, fallen durch dieses Sieb an bestimmten Entnahmestellen oder Spots sozusagen im Prozess, die wir dann durch Audits und Prozessbegehungen kenntlich gemacht haben oder gesehen haben, dass wir dort ein Material haben oder einen Ausschuss, den wir eventuell wiederverwenden können. Und über eine qualitative und quantitative Beurteilung im Prozess haben wir dann über Gespräche mit Lieferanten halt festgestellt, okay, da würden wir gerne ran und dieses Ausschussmaterial, das würden wir gerne wiederverwenden. Und eine Scheibe bitte weiter. Genau, dann haben wir ein Projekt aufgesetzt und in diesem Projekt gibt es auf jeden Fall, wie in jedem Projekt, auch Spannung sozusagen. Und was wir gemacht haben, im ersten Schritt braucht man einen Business Case. Wir brauchen eine Anwendung für dieses Abfallprodukt, was es bisher gewesen ist. Wir müssen qualitative Anforderungen festlegen, weil wir außerhalb des Prozesses, des regulären Prozesses gehen. Und das alles haben wir dann zusammen mit Lieferanten bei einer Prozessaufnahme, bei einer Prozessbegehung aufgemappt und uns angeguckt, wie können wir quasi dieses Pulver oder dieses heterogene Pulver entnehmen und so kennzeichnen, dass wir auch eine sehr hohe Rückverfolgbarkeit haben, was das Produkt angeht, um dann auch lagerlogistische Prozesse zu definieren. Das heißt, wie lange lagert es, wann wird es abgeholt, um dann quasi in die neuen Prozesse eingebracht wird. Spannungen sind auf jeden Fall Kommunikation, ja, weil wir keine eigene Produktion haben, müssen wir sehr viel kommunizieren mit unseren Lieferanten. Wir haben es ist keine direkte Kommunikation möglich. Also, ja, wir müssen halt über eine Entfernung kommunizieren. Und im weiteren
müssen wir Produktspezifikationen müssen erstellt werden, um dieses Produkt gemäß den Anforderungen zu entwickeln. Und natürlich auch eine Erweiterung der bestehenden Qualitätskonzepte muss erfolgen. Das, man sieht hier auf der rechten Seite die Produktkennzeichnung des Produktes, welches wir entwickelt haben, und auch ein Bild von dem heterogenen Pulver, welches wir wiederverwenden. Genau, und auf der nächsten Slide sehen wir dann auch das Business Case. Das ist ein Produkt, welches ein Knuspermüsli, welches jetzt kurz vor dem Launch steht, und die Erdbeeren in diesem Produkt bestehen halt aus dem Abfall oder aus dem Ausschussprodukt, aus der Fruchtchipsherstellung. Wir haben sozusagen eine Upstream-Produktentwicklung auf die Beine gestellt und haben diese Rohware im eigenen Produktportfolio verwendet, was für uns ein großer Erfolg ist. Und dadurch können wir natürlich dann die primäre Rohstoffnutzung reduzieren, ebenfalls auch die Energieverbräuche im großen Maßstab reduzieren, weil wir halt nicht durch diesen energieintensiven Gefriertrocknungsprozess noch einmal durchgehen müssen. Und wir reduzieren natürlich auch die Lebensmittelverschwendung. Und als Katalysator für jedes Nachhaltigkeitsprojekt reduzieren wir natürlich auch die Kosten. Genau, das einmal anhand eines Praxisbeispiels erklärt, wie wir ein Stück weit die Kreisläufe spielen. Wunderbar, Tim, herzlichen Dank. Ich fand das ein faszinierendes Beispiel, wie ihr wirklich eben im Prinzip Abfälle in gewisser Weise oder Restprodukte, die irgendwo in einem Produktionsprozess entstehen, dann irgendwo wieder einer neuen oder weiteren Verwendung zu finden. Ist das jetzt bei euch im Unternehmen, sagen wir, ein sehr besonderer Fall, wo das gelungen ist? Oder würdet ihr sagen, dass das inzwischen auch in anderen Bereichen, glaube ich, wirklich auch so ein bisschen strategisch immer wieder umgesetzt wird, sich wirklich anzugucken, wie kann man, irgendwo Dinge, die im Produktionsprozess anfallen, dann auch für neue Produktentwicklung verwenden? In dem Fall ist das natürlich schon eine kleine Innovation. Also man darf auch nicht vergessen, wir sind ja noch ein relativ junges Unternehmen. Ich selber bin seit 8 Jahren dabei. Und als ich angefangen habe, sag ich mal, da hatten wir noch ganz andere Schmerzen. Und jetzt mit der Zeit und auch mit den zusätzlichen Ressourcen, die wir hier haben, haben wir natürlich auch die Möglichkeiten, auf solche Punkte zu gucken. Und das ist auf jeden Fall noch eine Innovation, aber da wollen wir auf jeden Fall weitermachen. Toll, danke. Und gibt es denn noch weitere Fragen hier in der Runde, glaube ich, zu diesen doch sehr spannenden Beispielen? Und ich glaube, es ist auch eine schöne Bandbreite. Einmal ein Unternehmen, das schon Jahrhunderte alt ist und, glaube ich, sich immer wieder neu herausfordert. Und ein Unternehmen, das, glaube ich, genau das, was die Simone am Anfang auch gesagt hat, glaube ich, mit einem neuen Geschäftsmodell direkt versucht hat, irgendwo in der Lebensmittelbranche, glaube ich, andere Wege zu gehen. Das ist ein schönes Spannungsfeld, das wir hier, glaube ich, in den Vorträgen heute aufzeigen konnten. Gibt es da noch Fragen dazu? Sonst hätte ich noch mal einen Punkt, vielleicht an beide von euch, Simone und Tim. Ich denke mal, vieles, was ihr dargestellt habt, erfordert ja auch durchaus ein sehr intensives Datenmanagement. Man muss ja im Prinzip diese Produktionsprozesse sehr gut verstehen. Man muss im Prinzip Daten erstmal erfassen und dann auch natürlich nutzen. Ist das etwas, was sich über die Zeit auch sehr gewandelt hat, dass ihr im Prinzip natürlich heute auch mit anderen EDV- oder Betriebsdatenerfassungssystemen arbeitet, um, glaube ich, hier solche kreislauforientierten Innovationen und Prozesse umzusetzen? Also wie stark spielen da
sagen wir, vielleicht auch digitale und EDV-mäßige Innovation auch eine Rolle, um das alles praktisch umzusetzen? Soll ich starten? Oder Simone, fang an. Okay, also eine enorm wichtige Rolle, kann ich wirklich nur so sagen, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Zum einen natürlich das Datenpunktmanagement im Energiebereich. Wir haben uns, glaube ich, in den letzten 7 Jahren fast ein bisschen neu erfunden als Unternehmen. Wir sind sehr traditionell und historisches Unternehmen, aber wir haben uns sehr stark modernisiert. Wir haben also Daten bedeutet auch Personal, das diese Daten managt, verwaltet, erhebt. Es geht immer eins mit dem anderen einher. Und wir haben einen eigenen Energiemanager installiert, der sich mit dem Thema neue Datenpunkte aufschalten auseinandersetzt. Das heißt, besser auslesen zu können, wo Energie verbraucht wird, welche Verbraucher in diesem diffusen Energieverbrauch, den wir fürs Gesamtunternehmen ja haben, dass wir das endlich mal runterbrechen können auf, das ist aber die Kastenwaschanlage oder natürlich das Sudhaus oder. Also da haben wir uns sehr stark verbessert und modernisiert über Software und über Manpower, über jemanden, der das versteht und der das kann und der das jetzt in dieses historische Gebäude auch bringt mit den Datenpunkten. Und was uns ganz großen Schritt vorangebracht hat, ist natürlich die Digitalisierung im, wie sagt man so schön, Kommunikationsbereich. Wir sind ja heute über Zoom beieinander. Wir haben im Unternehmen Microsoft Office eingeführt vor 4 Jahren ungefähr. Sonst wären wir gar nicht Corona, glaube ich, so gut gekommen. Aber auch da ist die Art der Zusammenarbeit im Bereich Nachhaltigkeit enorm verbessert worden, miteinander an Themen und Dingen zu arbeiten. Das war für unser altes, historisches Unternehmen sehr, sehr wichtig und ein wichtiger Meilenstein. Ich weiß nicht, wie es bei Kimtore als Start-up, wie es da von Anfang an ausgeschaut hat. Ja, bei uns ist auch natürlich, Daten sind ein enorm wichtiges Thema. Dadurch, dass wir keine eigene Produktion haben und sehr viel Lieferanten, sind diese nahezu alle angebunden an unser System. Wir haben das komplette Warenwirtschaftssystem auf Daten aufgebaut, sehr viele EDI-Schnittstellen. Also genau, als ich angefangen habe, vor 8 Jahren sah das noch ein bisschen anders aus, aber wir sind sehr, sehr, sehr schnell gewachsen und dieser Wachstum ist nur möglich anhand der verschiedenen Schnittstellen, die wir aufgebaut haben. Und jetzt auch, wir machen seit 4 Jahren eine Ökobilanzierung vom Unternehmen und auch von den einzelnen Produkten. Da kann man sich vorstellen, dass man da sehr viel Daten verarbeiten muss, vor allen Dingen, wenn man keinen eigenen Zugang zu der Produktion hat, sag ich mal. Ja, wir haben sehr viele verschiedene Lieferanten, wie ich schon ein paar Mal erwähnt habe, und dort sind diese Daten anzufragen, zu verarbeiten. Es ist auch nicht so, dass man sie immer in der gleichen Nomenklatur kriegt. Da muss man sehr viel dechiffrieren und neu anfordern. Also Daten ist auf jeden Fall ein riesengroßes Thema. Und genau, also ohne Daten geht für uns erstmal nichts. Das ist ganz klar. Super, danke. Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen mehr. Insofern bedanke ich mich ganz herzlich bei den Referentinnen, bei Brunhard, bei Simone und bei Tim. Vielen Dank für eure Beiträge und Impulse heute. Und ich möchte, und natürlich auch bei allen Teilnehmern, die, glaube ich, Fragen, Anmerkungen mit beigetragen haben, um dieses Thema möglichst umfassend, glaube ich, heute zu erfassen. Ich darf noch so ein bisschen einen Ausblick geben, dass wir dieses Thema weiter verfolgen wollen, gemeinsam B Corp und die Gemeinwohlökonomie und die Wege in die Kreislaufwirtschaft eben auch in anderen Sektoren in den nächsten Veranstaltungen ansprechen wollen. Wir wollen einmal einen Fokus auf Elektronik setzen und einmal einen Fokus auf Textilien. Wir freuen uns jederzeit, glaube ich, auf Ideen oder Wünsche, die vielleicht hier auch auf eurer Seite da sind, wo ihr sagt, hier habe ich ein Thema, wo Kreislaufwirtschaft wichtig wäre und man vielleicht sich intensiver mal in einer solchen Veranstaltung damit auseinandersetzen könnte. Also insofern hoffen wir sehr da auch immer auf eure Anregungen und eure Gedanken dazu. Meldet euch bei Annika oder gerne auch bei Michael oder mir. Und insofern, ja, herzlichen Dank. Ich denke, wir werden
wie schon im Chat dargelegt, die Präsentation an euch schicken. Wir werden im Prinzip auch den Verweis auf die Videoaufzeichnung und den Link dazu euch geben. Und ansonsten haben wir hier dann auch noch, glaube ich, eine ganze Menge an zusätzlichen Kontakten und Möglichkeiten, glaube ich, weiter im Austausch zu bleiben. Ich habe verstanden, auch die Referentinnen Simone, Tim und Brunhard freuen sich auch natürlich, wenn sie da auch noch Feedback bekommen und, glaube ich, weiter im Austausch bleiben. Und damit herzlichen Dank. Wir freuen uns auf die nächsten Veranstaltungen und wünschen euch eine gute Zeit. Frohe Ostern und ja, vielen Dank auch nochmal an dich, Markus, für die Moderation und Michael, der im Hintergrund das Ganze technisch begleitet hat. Genau, da ist er. Genau, und natürlich nochmal an die drei Referentinnen auch von mir. Und danke euch alle, die für die Einladung. Dankeschön. Super. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.